Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von The Witcher Wild Hunt. Teil 3. The Witcher 3 Wild Hunt. So ist richtig so. Ja, auch bei euch ganz kurz die Entschuldigung. Ich habe aufgrund der OP, die ich nochmal an meinem Hals über mich ergehen lassen musste, ein paar Tage eine sehr schwierige Lage gehabt in meiner Stimme, deswegen habe ich darauf verzichtet, Aufnahmen zu machen. Jetzt geht es mir an. Eigentlich gut, es ging mir auch vorher ganz gut, aber es musste halt noch gemacht werden. Und ich bin ein bisschen schwach, bin ein bisschen schläfrig, ein bisschen tüdelig in der Birne. Entschuldigt, wenn ich dann Mist labere, mir mal was nicht einfällt oder auch schlecht spiele. Kommt alles wieder. Ja, kommt alles wieder. Ich weiß aber, wo wir hier sind. Wir sind hier im Haus von Dolores oder in dem Anwesen von Dolores. Suchen jetzt hier im Grunde nur noch unsere Belohnung. Denn die Viecher draußen, die haben wir ja schon platt gemacht. Was haben wir hier? Hm. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Guck, komme ich näher ran. Zwillinge? Naja, gut. Ja, ja. Ja, mag sein. Warte mal, wir machen mal. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. So, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Licht machen. Na, ja, so ein bisschen Booster hier. Und ihr wisst ja, ich als Witcher habe Angst im Dunkeln. Jetzt haben wir hier einen Becher. Oh. Ich glaube, das ist noch nicht die Belohnung. Was haben wir da? Ein Seil. Super. Wow, geht ja richtig ab hier. Kandelaber, dann können wir wenigstens zerlegen. Sonst ist hier. Ja, noch ein bisschen Licht. Machen wir es hier überall so ein bisschen muckeliger. Was haben wir hier? Moment. Ah, oh, das sieht besser aus da. Aber erst. Ich meine, so vom Interieur her geht's eigentlich, ne? Also. Man kann hier bestimmt was rausmachen. Auf der anderen Seite ganz alleine, als Frau alleine hier leben, also. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Ich würde sagen, eine Scheune. Ja. Ich bin clever, Geralt. Kann man nicht ja machen. Okay. Wir behalten aber die Richtung bei, ne? So. Da haben wir alles an. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier finden. Sorry, ich bin in the mood sozusagen, etwas das alles ein bisschen gelassener heute anzugehen. Bin eh im Moment nicht der Schnellste. So gedanklich. Und von da. Oh, meint. Von daher. Ging jetzt leider nicht anders. Obwohl ich hätte den Schlüssel ausprobieren können, ne? Naja, jetzt ist zu spät. So, was haben wir denn hier? Die Wunder-Serikaniens. Haben wir das schon gelesen? Mal schauen. Nee, aber noch nicht. Hab ich schon. Doch.
Dieser Kelch ist an euch vorbeigeschritten, liebe Leute. Wir müssen es nicht lesen. Sehr gut. So, mal weiter. Macht also immer Sinn, erstmal nachzuschauen. Gnomische Scherze. Und was ist damit? Wo sind die gnomischen Scherze? Die habe ich leider noch nicht gelesen. Das tut mir jetzt echt leid, Leute, aber da müssen wir es lesen. Kratzt den Schmalz aus dem Hundeohr, tränkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie sollen schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Auf der Hochzeit des Prinzen von Elanda versteckte sich ein schäbiger Gnom mit einem kleinem Entermesser bewaffnet in einer Torte. Gerade als sich die Gäste am Festbankett gütlich tun wollten, hüpfte der Gnom aus der Torte und jagte den Umstehenden einen höllischen Schrecken ein, der sich jedoch alsbald in Belustigung verwandelte, da man des Scherzens gewahr wurde oder des Scherzes gewahr wurde. Ein Cynocephalus oder Hundekopf, wie wir in unserer Sprache sagen, eine Bestie aus den Ebenen von Zangubar, hat den Körper eines Menschen, aber den Kopf eines Hundes. Der Prinz von Elanda hielt ein ebensolches Exemplar aus jenem fernen Landen. Der Cynocephalus muss einmal die Stunde Wasser lassen, Tag und Nacht, weshalb die Zangubare sein Ebenbild auf Uhren und Kompasse gravieren. Okay, das waren jetzt gnomische Scherze. Aha. Ich habe jetzt herzhaft gelacht, Leute. Muss ich sagen, also war echt cool. Ja. Da leuchtet doch was rot. Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Na, das Tagebuch von Dolores Ricker. Dritter Fein. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Umbert ist unerträglich. Er ist wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von niedrigerem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihm gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Ferien. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben. Mit anderen Leuten. 43. Ferien. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen irgendwo in der Nähe von Gorswelen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude. Endlich passiert was. 15. Lammers. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick. Und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Umbert darüber. 18. Lammers. Ich habe Umbert von Roderick und mir erzählt. Er war sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage.
Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. 21. Lamas. Humbert bleibt unerbittlich. Aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Mit welchem Recht mischen sich eigentlich Menschen in das Leben anderer Menschen ein, auch wenn es die Schwester ist? Es ist ihr Leben. Es ist ihre Liebe. Unverschämt. Wir Menschen sind manchmal schon wirklich Arschlöcher, muss man ganz klar sagen. So, ich wollte da noch nicht runter. Ich wollte erstmal schauen, ob es hier was gibt, aber außer dass man da runterfallen kann, ist da nichts. Gut. Hier habe ich schon überall geschaut. Okay. Aha. Was haben wir hier? Das ist doch die Scheune, ne? Aufgeschlossen. Hierfür haben wir den Schlüssel. Hier hat mal jemand gewohnt. Ja, ich würde sagen, Humbert und seine Schwester, Dolores. Ein Draht. Na, immerhin Smaragdstaub, das ist ja schon mal etwas. Ist das ernsthaft? Sonst ist hier nichts. Doch, da. Hier ist was. Eine Truhe. Floren. Die Belohnung. Wir haben sie. Juhu. Okay. Aber das war's? Sonst ist hier nichts. Ups. Hier waren wir da auch noch nicht drin, oder? Nein, wollte ich doch machen. Auch nichts Weltbewegendes. Da haben wir noch ein bisschen Saphirstaub. Aber immerhin. Und, aha! Kristallisierte Essenz. Leinen. Ein abgenutzter Lederwalk. Aha. Da geht's auch noch hoch. Staub. Noch ein bisschen Staub aus Saphir.
Mhm. Ja, ist da unten jetzt noch was oder nicht? Gucken wir gleich mal. Da ist nichts. Rauf geht es auch nicht mehr. Ich glaube, dieses Zeichen, das wir gerade hatten, das war als Geheimversteck von drüben. Ja, ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit allem durch, ne? Denn das ist ja wohl eher eine Toilette. Okay. Ja, dann zurück zu Dolores. Ach, der Waldschrat, schon wieder der. Hau doch ab, Mensch. Nee, ich will mit dem nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Was? Rennt er uns etwa hinterher? Weg. Der olle Waldschrat, rennt er uns hinterher? Level 20. Nein. Ja. So, haben wir hier? Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall nicht bei Dolores. Ist eine etwas langsame Folge heute, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich finde das mal ganz angenehm. Kämpft haben wir jetzt nicht. Wir haben nur ein bisschen was gesucht. Unsere Belohnung. Jetzt zurück zu Dolores. Da holen wir uns auch noch die Belohnung ab. Beziehungsweise teilen wir mit, dass ihre Hütte wieder frei ist und dann kriegen wir die nächste Folge auch an. Warte mal, was ist denn da? Da ist da was. Ach, hier können wir noch ein bisschen handeln. Also wirklich. Witcher, ganz locker. Guck mal. Hoi. Direkt aufs Ziel zu. Yes. Das war jetzt nicht ganz der Weg, den ich gehen wollte. So. Alter Mann. No. Warum so eilig? Da hinten ist Dolores. Ich glaube, ich habe die Grenzen. Und da ist Dolores. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung.
Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Wow, 20 Punkte. Na gut, haben wir das auch erledigt. So, sind die so besoffen? Oi, 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 oi. Was ist das denn hier? Das offizielle Woman House oder Kotzhaus? Mein Gott. Lass mich mit einem Fass Bier in den Humpen in der Hand und singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Naja, okay. So, Reiseziel Skellige ist noch etwas außerhalb unserer Fähigkeiten. Das Wetter ist ja hier eine Katastrophe, ne? Muss man ja mal sagen. Na, folgendes, wir gehen mal hier rein. Zu den Leuten. Na, hier sind wir wenigstens trocken untergebracht. Und werden mal eine Runde meditieren. Ich sag mal bis 6 Uhr morgens. Ja, ne? So. Dann hier raus. So, liebe Leute, was machen wir jetzt? Ich hatte ja gesagt, wir machen noch ein paar Nebenquests. Wildes Herz. Ja, der Wolf. Der Wolf, ja. Das Ahnenfest können wir auch noch machen. Ja, ich würde sagen, wir machen das Ahnenfest. Yes, das machen wir. So, mal der schauen. Wind heult. Ja, tatsächlich, Geralt. Das Ahnenfest. Lass mal schauen. Müssen wir auf die Reuseninsel. Dahin. Machen wir auf jeden Fall eine Schnellreise. Also, das tun wir uns jetzt nicht an. Ja, 23 Minuten haben wir jetzt. Ja, komm. Da kommen wir noch hin. Einmal speichern. So. Das ist eine gute Level 9. Zum einen, dass ich glaube, um Mitternacht, ja genau, Mitternacht war es. Aha, hier kommt also die Meute. Und ein paar Bauern. Ja, ganz ruhig, Meute. Meute und Bauern. So, ja, bevor wir zu dem gehen, schauen wir hier nochmal rein. Wandpilze, okay. Ich meine, ich hatte das schon geräubert, ne? Schade. Die Meute. Ich komme bald wieder. Kann ich mit dem reden? Nee, im Moment noch nicht. Bis Mitternacht.
von all ihren Plagen. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Ja, ich weiß. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Na, dann fang mal an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine Flüchtige. Muss mal eben schauen. Oh ja. Oh ja. So, das sieht schon besser aus. Ja, das werden wir jetzt nicht verbrauchen. Ups. Das kann man uns doch mal sagen. Das kann man uns doch mal sagen. Oh. Ja. Sorry, dass mir das gerade erst jetzt auffällt, Leute, aber ja, ist halt so. Bauen wir da rein. So. Heiliger Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hier wird beendet sein. Lasst das Ahnenfest beginnen. Ihr wandert in dunkler Nacht. Da kommen sie. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeug, sanft und schwarz. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt ach, Scheiße. Den Rauch, Lied und Feuer. Ich glaube es nicht. Wer bist du? Wer weiß es? Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Geht jetzt! Ihr stört das Ritual! Das ist schwarze Magie! Diese Leute stören die Toten! Das können und werden wir nicht erlauben! Ihr wisst nichts über ihre Bräuche! Schnappt ihn euch! Und verteilt die anderen! Gute Leute! Verlasst diesen Ort nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen!
alles wir wollten nicht schnappen, ihr Deppen, ja. Scheißt du dich schon ein? Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden. Leute, rettet euch. Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Aha. Die Erscheinung nannte dich Vatermörder. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Ja, liebe Leute, leider Gottes ist der erste Kampf nicht aufgezeichnet worden. Die Aufnahme ist nicht gestartet und es war natürlich mein Fehler, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Und als es mir aufgefallen ist, war der Kampf schon vorbei. Automatisch gespeichert war es auch schon, also ich konnte jetzt nicht mehr zurück. Ja, so. Deswegen ist der leider jetzt nicht aufgezeichnet. Ich bitte das zu entschuldigen. Dafür habt ihr den Rest ja mitbekommen. Der erste Kampf war allerdings der beste, ich gebe es zu. Ja, er war total nervtötend, weil ich... Ich glaube fünfmal platt gemacht wurde, aber danach war er echt cool. Aber naja, gut, ich bin halt ich bin halt noch nicht wieder 100% fit. Nichtsdestotrotz, das Ahnenfest ist geschafft. Jetzt müssen wir hier noch den Leichnam des Vaters finden. Ist der denn hier in der Nähe? Nee, der ist doch ein ganzes Stück weg, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, da hinten. Das ist weit. Dann müssen wir erst einmal hier zum Waisendorf im Buckelsumpf und dann rüberrennen. Das ist für heute
leider zu viel, würde ich sagen. Wir gehen noch zum Waisendorf, das können wir noch machen. Fahren nicht mit dem Schiff, wir werden eine schnelle Reise machen, weil es sonst einfach zu lange dauert. Was sie wohl umgebracht hat. Wusste doch. Sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Wusste doch, da war noch eine Leiche. Hallo? Ja, also ganz so langsam bin ich dann doch nicht mit dem Auge. So. Wir dürften gleich Gule rumrennen. Sag ich ja. Ah ja, ist gut. 4 Stück sogar. Ich hau erstmal hier ab. Wer jammert denn da so? Wer hat da jetzt so geschrien? Ah, hier sind überhaupt keine Frauen. Nee, ne, Leute. Ich glaub's doch nicht. Diese verdreckten Mistviecher sind mir bis hierhin gefolgt. Und wo kamen jetzt die Schreie her? Ernsthaft? Und warum hauen diese Mistviecher jetzt nicht ab? Ich hab keinen Bock auf euch. Haut ab, ey. Ah, sorry, dass ich ein bisschen ungehalten bin, aber ich hab echt keinen Bock auf scheiß Ghule. So, hier, Buckelsumpf, weg da. Die kosten nur Zeit und bringen nichts. Gut. Und jetzt noch die Leiche finden. Irgendwo hier im Buckelsumpf. Machen wir aber nächste Folge. Ja. Ich bin auch ein wenig erschöpft. Ihr müsst echt entschuldigen. Das ist alles ein bisschen anstrengend gewesen die letzten 2 Wochen. Und ich brauche jetzt mal eine kleine Pause, bevor wir mit der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, auch wenn sie sehr ruhig begonnen hat, dann zwischendurch ein bisschen hektisch wurde, hat sie euch gefallen, die Folge. Und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Däumchen da. Und ihr dürft mich gerne abonnieren. Ich habe nichts dagegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Eine wunderbare Woche, ein Wochenende, was auch immer ihr habt. Urlaub. Bleibt mir gesund und gewogen und seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss, euer Elien. Ciao.